Kapitel 11 der Vorlesung Information Retrieval. ER-Anwendung. Argument Ranking 1. Eine Argumentsuchmaschine nimmt Anfragen entgegen und liefert relevante Argumente. Es darf davon ausgegangen werden, dass Suchende nach Themen suchen, die kontrovers diskutiert werden. Das heißt, für ein Suchthema gibt es Argumente, die dafür sprechen, Pro-Argumente, oder dagegen, Kon-Argumente. Von der Anfrage Abtreibung an eine Argumentsuchmaschine erwarten Suchende also Argumente zum jahrzehntelang geführten Diskurs, der mit diesem Schlagwort zusammengefasst wird. Über das Recht über den eigenen Körper und die eigene Lebensführung versus die Rechte ungeborener Kinder. Es ist der gesamte Komplex dieses Diskurses gemeint. In all seinen Facetten und mit allen denkbaren Aspekten, die eine Rolle spielen bzw. die ins Feld geführt wurden. Jedenfalls lässt die Art der Anfragestellung nichts anderes vermuten. Die Argumentsuchmaschine soll nun für dieses Thema die verfügbaren Argumente retrieven und getrennt nach Pro- und Kon-Argumenten ausgeben. Ein mögliches Vorgehen dabei ist, eine herkömmliche Websuchmaschine zu verwenden und mit Hilfe der Anfrage Dokumente zu suchen, die relevant zur Suchanfrage sind. Ziel ist es, möglichst viele argumentative Dokumente zu identifizieren, also Dokumente, die mindestens ein Argument enthalten, das eine Aussage über das Suchthema trifft. Aus diesen Dokumenten werden mit Hilfe von Methoden des Argument Minings die Argumente gewonnen, also Konklusionen und ihre jeweiligen Prämissen. In einem nächsten Schritt können dann die Beziehungen der Argumente untereinander festgestellt werden, welche Aussagen, also Konklusionen und Prämissen, paraphrasieren einander, welche sind negierte Paraphrasen voneinander. Diese Beziehungen der Argumente untereinander induzieren einen Argumentgraphen, den man nun auf zahlreiche Weisen semantisch analysieren kann. In der abstrakten Argumentationsanalyse wird dieser Graph als Grundlage für Inferenzen und Reasoning-Verfahren verwendet. Im Argument-Retrieval ist es jedoch unser Ziel, die Dokumente, die Argumente enthalten, zu ranken, um sie in der Suchmaschine in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit anzeigen zu können. Daher untersuchen wir die Zentralitätseigenschaften des Argumentgraphen. Ein Verfahren aus der Websuche, das eingesetzt wird, um die Wichtigkeit von Dokumenten im Web zu schätzen, also die Zentralität von Webdokumenten im Webgraphen, ist PageRank. Dieses Verfahren lässt sich auch auf die Ermittlung wichtiger bzw. zentraler Argumente im Argumentgraphen für eine Anfrage übertragen. Nehmen wir als Beispiel die Anfrage Todesstrafe wieder einführen. Betrachten wir die Anfrage etwas genauer. Im Unterschied zur Anfrage Abtreibung ist das Thema hier spezifischer. Nicht alle Aspekte im jahrhundertelangen Diskurs um die Todesstrafe sind hier relevant, sondern nur die, die sich um die Wiedereinführung der Todesstrafe drehen. Der oder die Suchende lebt offensichtlich in einer Gesellschaft, in der die Todesstrafe nicht angewandt wird oder verboten ist, und stellt sich die Frage, ob man sie wieder einführen sollte. Relevante Argumente sind daher zunächst nur solche, die sich spezifisch dem Thema der Wiedereinführung der Todesstrafe widmen und Aussagen darüber treffen. Nehmen wir an, es gibt drei Dokumente, in denen Argumente identifiziert wurden, die relevant zum Thema der Anfrage sind und die eine Pro- oder Kon-Haltung zur durch die Anfrage implizierten These einnehmen. Um eine Idee davon zu bekommen, in welcher Reihenfolge die Dokumente angeordnet werden sollten, wollen wir ermitteln, wie zentral die Argumente im Argumentgraphen sind. Gemäß unserem Argumentmodell besteht jedes Argument aus einer Konklusion, begründet durch eine Reihe von Prämissen. Der Argumentgraph wird induziert durch die Paraphrasenrelation unter den Aussagen der Argumente. Betrachten wir die Konklusion, die Todesstrafe sollte abgeschafft werden.
Diese Aussage steht im Widerspruch zur These Todesstrafe wieder einführen. Offensichtlich sind Argumente, die die Abschaffung der Todesstrafe fordern, gleichzeitig auch Gegenargumente für die Wiedereinführung und daher relevant. Eine Prämisse für die Konklusion, die Todesstrafe sollte abgeschafft werden, ist, sie verhindert nicht, dass Menschen Straftaten verüben. Eine paraphrasierte Form dieser Prämisse ist die Konklusion eines Arguments in einem anderen Dokument. Die Todesstrafe schreckt die Menschen nicht davor ab, schwerwiegende Gewalttaten zu verüben. Diese Konklusion wird wiederum begründet durch die Prämisse, dass eine Studie der UN über den Zusammenhang zwischen der Todesstrafe und der Tötungsrate die Abschreckungshypothese nicht stützt. Wenn wir nur diese beiden Argumente und ihren Zusammenhang betrachten, welches der beiden sollte höher gewichtet werden und warum? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Das rechte Argument, dessen Konklusion die Prämisse des linken ist, sollte ein höheres Gewicht erhalten. Warum ist das so? Angenommen, die beiden Dokumente, aus denen die Argumente stammen, wurden von unterschiedlichen Autoren geschrieben und unabhängig voneinander veröffentlicht. Dann ist es für den Autor des rechten Arguments nicht möglich, zu beeinflussen, dass jemand die Konklusion seines Arguments als Prämisse eigener Argumente verwendet. Die Tatsache, dass jemand anderes unabhängig die Konklusion aufgreift, ist damit ein Zeichen für ihre Relevanz im Diskurs. Machen wir die Gegenprobe. Für die Autorin oder den Autor des Dokuments, aus dem das linke Argument stammt, ist es ein leichtes, alle möglichen Konklusionen zur Prämisse eigener Argumente zu machen. Wenn also die Tatsache, dass eine Konklusion eines anderen Autors oder einer anderen Autorin die Prämisse des eigenen Arguments ist, dazu führt, dass das eigene Argument relevanter wird, dann würde es genügen, einfach alle möglichen Prämissen zur Grundlage eines eigenen Arguments zu machen, da man ja die volle Kontrolle darüber hat, was im eigenen Dokument steht. Während also die Paraphrasenrelation zwischen Konklusionen und Prämissen in die eine Richtung zeigt, zeigt die Relevanzrelation in die genau entgegengesetzte. Auf Basis dieser Erkenntnis und des dokumentübergreifenden Netzwerks von Argumenten kann nun festgestellt werden, welche Argumente zentral im Argumentgraphen sind. Je mehr ein Argument von Dritten zur Grundlage der eigenen Argumentation gemacht wird, desto besser ist es in den Diskurs und ein Thema integriert. Und desto wichtiger ist es eventuell für eine These. Um diese Eigenschaft der Relevanz eines Arguments zu quantifizieren, verwenden wir ein Verfahren analog zu PageRank. PageRank wurde 1999 von Larry Page und Sergey Brin, den Gründern von Google, vorgeschlagen, um die Wichtigkeit einer Webseite im Web festzustellen. Zu dieser Zeit waren Webseiten weit verbreitet, die durch gezielte Desinformation versuchten, ihr Ranking in Suchmaschinen künstlich zu erhöhen. So sollte die Zahl der Besucherinnen und Besucher gesteigert und durch die Darstellung von Werbung Geld verdient werden. Und zwar unabhängig davon, ob die jeweilige Webseite das Informationsbedürfnis ihrer Besucher für die zuvor an die Suchmaschine gerichtete Anfrage wirklich erfüllt. Mit PageRank stellten Page und Brin erstmals ein Verfahren vor, das es ermöglichte, die Wichtigkeit bzw. Relevanz einer Webseite daran zu messen, ob andere wichtige und relevante Webseiten auf sie verweisen. Dies gelingt durch Auswertung der Linkstruktur des Webgraphen. PageRank ist inzwischen eines von mehreren Verfahren zur Messung der Zentralität von Knoten in Graphen. Der PageRank P von DI, der Eaton-Webseite DI, ist die gewichtete Summe zweier Relevanzwerte, einer a priori Relevanz plus einer rekursiven Relevanz.
Wenn eine Webseite DJ auf DI verlinkt, wird der PageRank von DI in Abhängigkeit des PageRanks von DJ erhöht. Webseiten, die einen hohen PageRank aufweisen, vererben ihre Relevanz damit an Webseiten, auf die sie verlinken. Allerdings wird der PageRank der Seite DJ gleichmäßig auf alle Webseiten groß DJ verteilt, auf die DJ verlinkt. Je exklusiver ein Link auf DI ist, desto größer der Anteil des PageRanks von DJ, der dem PageRank von DI hinzugefügt wird. Auch wird so verhindert, dass die Autoren einer Webseite einfach hunderte Links platzieren, um den PageRank der verlinkten Webseiten künstlich in die Höhe zu treiben. Damit es überhaupt PageRanks zu verteilen gibt, werden alle Webseiten mit einem Basisrelevanzwert ausgestattet, der einfach gleichmäßig auf alle Webseiten verteilt wird und als Rekursionsanfang fungiert. Anders ausgedrückt entspricht der PageRank einer Webseite DI der Wahrscheinlichkeit dafür, beim zufälligen Surfen durch das Web die Webseite zu besuchen. Die Basisrelevanz entspricht dabei der Wahrscheinlichkeit dafür, dass man, statt dem nächsten Link zu folgen, einfach zufällig eine beliebige Seite im Web direkt ansurft. ArcRank ist analog zu PageRank konzipiert. Der ArcRank P von CI, der Eaton-Konklusion CI, ist die gewichtete Summe zweier Werte, einer a priori Argumentstärke plus einer rekursiven Relevanz. Wenn eine Konklusion CI Prämisse für eine Konklusion CK ist, wird der ArcRank von CI in Abhängigkeit des ArcRanks von CJ erhöht. Argumente, die einen hohen ArcRank aufweisen, vererben ihre Relevanz damit an Argumente, dessen Konklusion ihre Prämissen sind. Allerdings wird der ArcRank einer Konklusion CJ gleichmäßig auf alle Prämissen groß PJ verteilt, beziehungsweise die paraphrasierten Konklusionen anderer Argumente. Je weniger Prämissen ein Argument aufweist, desto größer der ArcRank der Argumente, dessen Konklusionen die Prämissen sind. So wird verhindert, dass Autorinnen oder Autoren von Argumenten einfach eine beliebige Zahl an Prämissen verwenden, um den ArcRank aller Argumente, dessen Konklusionen den verwendeten Prämissen entsprechen, künstlich in die Höhe zu treiben. Damit es überhaupt ArcRanks zu verteilen gibt, werden die Konklusionen aller Argumente mit einer Basisstärke ausgestattet. Die Normalisierung von P von CI mittels dem Betrag von Groß D geteilt durch den Betrag von Groß A dient dazu, das Gesamtgewicht aller PageRank-Werte im Argumentgraph in etwa nachzubilden. Beachten Sie, dass der Argumentgraph nur Knoten für diejenigen Dokumente enthält, die auch Argumente besitzen. Wenn es nur wenige Dokumente mit Argumenten gibt, sollen die Argumentknoten ein entsprechend höheres Gewicht erhalten, beziehungsweise wenn es mehr Argumente als Dokumente gibt, sollen die Argumentknoten ein entsprechend niedrigeres Gewicht erhalten. Beide Verfahren basieren auf einem Prinzip der Beweislastumkehr. Der Schlüssel zu PageRank ist, dass die Autorinnen oder Autoren von Webseiten nicht direkt beeinflussen können, ob jemand auf ihre Webseite verlinkt. Nur durch die Bereitstellung von Inhalten, auf die andere verlinken wollen, können sie ihren PageRank erhöhen. Der Schlüssel zu ArcRank ist, dass die Autorinnen oder Autoren von Argumenten nicht direkt beeinflussen können, ob jemand ihre Konklusion zur Prämisse eigener Argumente macht. Nur mit durchschlagender Argumentation, die andere zur Grundlage ihrer eigenen Argumente machen wollen, können sie ihren ArcRank erhöhen. So lautet zumindest die Idealvorstellung. Natürlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, PageRank anzugreifen. Zum Beispiel, indem man haufenweise Webseiten erzeugt, die den PageRank einer Zielwebseite künstlich in die Höhe treiben. Ob solche und ähnliche Angriffe auf PageRank sich auch auf ArcRank übertragen lassen, ist bislang unerforscht.
Solange Computer noch nicht in der Lage sind, das informelle Kalkül, das zur Folgerung einer Konklusion aus den Prämissen befähigt, nachzubilden, könnten Autorinnen und Autoren jede Konklusion aus beliebigen Prämissen schlussfolgern und sie gemäß dem Angriff auf PageRank einfach über selbst oder von Dritten erstellte Webseiten verteilen. Für den praktischen Einsatz von ArcRank ist es daher notwendig, nur die Argumente in den Argumentgraphen aufzunehmen, die aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. Hier haben große Websuchmaschinen bereits Erfahrung, Netzwerke von platzierten Webseiten als solche zu erkennen. Zurück zum noch offenen Problem, die Argumente zu ranken. Alle Konklusionen, die Paraphrasen zur These sind, haben, wenn ArcRanks ad hoc errechnet werden, keinen ArcRank erhalten, der über ihre a priori Stärke hinausgeht. Wenn die ArcRanks global zur Indizierungszeit errechnet werden, kann das anders sein. Nichtsdestotrotz haben aber alle Prämissen gegebenenfalls einen von ihrer a priori Stärke verschiedenen ArcRank erhalten. Offen ist bislang die Frage, wie die ArcRanks der Prämissen miteinander zu einem Ranking-Score verrechnet werden können. Nimmt man einfach den Durchschnitt oder das Maximum der ArcRanks? Um etwas Licht auf diese Frage zu werfen, hier die Ergebnisse einer einfachen Fallstudie. Die 57 Argumentkorpora des Argument Webs enthalten etwas weniger als 28.900 Argument Units, also Aussagen wie Konklusionen und Prämissen, die in weniger als 17.900 Argumenten verwendet werden. Darunter befinden sich etwas mehr als 3.100 Konklusionen, die in mehr als einem Argument auftauchen. Von denen enthalten rund 500 mehr als eine Prämisse. Davon erheben 70 einen relevanten Claim und 32 davon wurden in 110 vernünftigen Argumenten verwendet. Um eine Ground Truth zu erstellen, wurden 7 Experten herangezogen, die alle 110 Argumente bezüglich der 32 Konklusionen gerankt haben. Die Rankings der Experten korrelieren mit bis zu Tau gleich 0,59 gemäß Kendalls Tau-Rangkorrelationskoeffizient. Im Schnitt zu Tau gleich 0,36. Diese Korrelation unter den Experten ist hinreichend, um Schlussfolgerungen zu ziehen, jedoch nicht enorm. Der erste Ansatz ist ArcRank selbst. Der ArcRank eines Arguments entspricht dem ArcRank seiner Prämissen, wobei eine der vier Methoden Minimum, Durchschnitt, Maximum und Summe zur Verrechnung der ArcRanks der Prämissen herangezogen wird. Die beste Korrelation, Tau gleich 0,28, mit den Expertenrankings wird für die Summe der ArcRanks der Prämissen erzielt. Zum Vergleich ziehen wir eine Reihe von Baseline-Verfahren heran. Der zweite Ansatz besteht darin, einfach die Häufigkeit der Verwendung der Prämissen im Argumentgraph zu verwenden. Auch hier ergibt sich für die Summe die beste Korrelation von Tau gleich 0,1, was jedoch bedeutend schlechter ist als die Korrelation ArcRanks. Für die anderen Verrechnungsmethoden ergeben sich teils zufällige Rankings, teils sogar Rankings, die negativ mit den Expertenrankings korrelieren. Es ist ein wichtiges Signal, dass die Häufigkeit, mit der Prämissen verwendet werden, nicht die stärkste Aussage über ihre Wichtigkeit darstellt, zumindest nicht im vorliegenden Experiment. Der dritte Ansatz besteht darin, die Ähnlichkeit der Prämissen zu ihren Konklusionen heranzuziehen, um diejenigen Konklusionen am höchsten zu ranken, die die höchste Wortüberlappung gemäß der Jacquard-Ähnlichkeit mit ihren Prämissen aufweist. Hier sind bestenfalls Zufallsrankings zu erwarten, schlimmstenfalls negativ korrelierte Rankings. Der vierte Ansatz besteht darin, das Sentiment eines Arguments festzustellen und dasjenige Argument am höchsten zu ranken, das die größte Zahl an positiven Wörtern aufweist. Dieses Verfahren erreicht eine Korrelation mit den Expertenrankings leicht über dem der Häufigkeit der Prämissen, jedoch weit unter ArcRank. Es ist also teilweise der Fall, dass Experten einen Positiv-Bias aufweisen und Argumente höher gewichten, die sich positiv äußern.
Der fünfte Ansatz besteht darin, dasjenige Argument am höchsten zu ranken, das die meisten Prämissen aufweist. Dieses Verfahren korreliert noch am stärksten mit den Expertenrankings, jedoch ebenfalls weniger stark als ArcRank. Es erscheint so, dass die Experten längere, ausführlichere Argumente kürzeren vorgezogen haben. Der sechste und letzte Ansatz besteht darin, einfach zufällig zu ranken, was per Definition ein zufälliges Ranking und damit eine Korrelation von Tau gleich 0 mit den Expertenrankings ergibt. Insgesamt lässt sich konstatieren, dass ArcRank dazu geeignet erscheint, die Relevanz bzw. die Zentralität eines Arguments im Argumentgraphen zu ermitteln. Für den praktischen Einsatz dieses Verfahrens ist jedoch noch viel zu tun. Die verlässliche Identifikation und Extraktion von Argumenten in Texten und die Erkennung von paraphrasierten Aussagen über Argumente hinweg sind noch weitgehend ungelöste Probleme. Erst mit halbwegs verlässlichen Verfahren lässt sich ein Argumentgraph in Größenordnung des Webs konstruieren und testen, ob ArcRank sich auch in dieser Größenordnung durchsetzt.